zu diesem Thema die Wunder des Messias, wobei wir es auch beleuchten wollen von der Frage, was war die Lästerung des Heiligen Geistes? Wir hatten ja dieses Thema Charismatik und die damit verbundenen Fragen, und man muss einfach mal solche Zeugnisse gehört haben, beziehungsweise mit so Menschen gesprochen haben, welche Ängste sie da umtreiben. Und man nimmt das von außen nicht wahr, kann es gar nicht wahrnehmen, welch ein Gruppenzwang, welch ein Druck ist. Man erfährt es dann von denen, die aus diesen Druck, aus diesen Kreisen ausgebrochen sind. Dass sie nämlich manchmal schon lange merkten, hier stimmt doch etwas nicht. Ist das wirklich der Geist Gottes? Und dann wird ihnen vorgehalten, gib ja acht, dass du nicht die Sünde wieder den Geist begehst. Du bist dabei, ein Werk Gottes dem Teufel zu unterstellen, und dann gibt es für dich keine Chance. Und dann wird weitergemacht, obwohl eigentlich schon längst das Gewissen oder die Vernunft dagegen schreit. Und was sich dann kämpfen abspielt, das ahnen wir oft nicht. Ich weiß von einem Mann, der hat berichtet, von einem Ehepaar, die merken, es ist etwas falsch. Aber aus lauter Furcht, sich am Geist zu versündigen, anstatt Konsequenzen zu ziehen und sich von der Gemeinde zu trennen, haben sie Selbstmord begangen. Da steht mehr dahinter. Wir wollen das also von dieser positiven Seite aufrollen. Jetzt, wie waren die Wunder des Messias? Mir selber hat man das schon mehrmals nachgetragen, unterstellt. Hier ein Beispiel, da schrieb mir jemand wegen der Rezension eines Buches, Aller mein Vater war das, im jüngsten Gericht werden die Heiligen die Ungläubigen richten, und ich werde Ihnen und Euch dieses Zeugnis vorhalten. Ihr, die Kinder derer, die 1908, Klammer Berliner Erklärung, den Heiligen Geist lästerten, werdet auf 1000 nicht eins antworten können, es sei denn, ihr bekehret euch. Das war also nicht 1908, sondern 1909, aber das nimmt das Urteil in dieser Schwere auch nicht zurück und schaut, damit ist man jetzt restlos gerichtet, weil es gibt ja dann keine Vergebung mehr. Und die Ängste und Nöte, die sich da abspielen, seid dankbar, wenn ihr das nicht kennt. Die Grundgedanken zu dem Vortrag von heute Vormittag, die habe ich von dem messianischen Juden Arnold Fruchtenbaum. Und er hat es von Alfred Edersheim. Das war ein Jude, der im vorigen Jahrhundert gelebt hat, in Wien geboren, und hat sich durch den Dienst von John Duncan bekehrt. Das war eine der gesegnetsten Arbeiten der schottisch-presbyterianischen Kirche. Und dieser John Duncan war so eine seltene Mischung von hoher Gelehrigkeit und Gottesfurcht. Ein Mann Gottes, aber auch ein tief gebildeter Mann, und hat durch die Gnade Gottes viele Rabbiner, Juden in Budapest für den Herrn gewinnen können. Und wenn so ein Jude, der die Tora und den Talmud und all diese Dinge kennt, wenn der sich bekehrt, uns trägt ja die Wurzel, sagt Gottes Wort, nicht wir tragen die Wurzel, der hat oft eine ganz andere Voraussetzung, gewisse Dinge zu verstehen, die jemand, der aus den Nationen sich bekehrt, einfach überliest. Es gab nach rabbinischer Lehre drei Wunder, und zwar auf einer mehr willkürlichen Ebene haben sie das so festgelegt, diese Einteilung getroffen. Drei Wunder, wenn die geschehen, ist der Messias da. Heute wären es 7 messianische Wunder, damals waren es 3. Und das erste messianische Wunder war die Heilung eines Aussätzigen. Denn obwohl wir in 3. Mose, Kapitel 13 und 14, zwei lange Kapitel haben, wie man jemanden an Aussatzerkrankten erkennen kann und auch feststellen kann, ob er wieder gesund wurde, wurde nicht mehr berichtet nach Abschluss des Pentateuchs, also der 5 Bücher Mose, dass ein Jude vom Aussatz frei wurde. Miriam wurde vom Aussatz geheilt, aber das war ja noch während des Exodus-Geschehens. Naaman, der Feldherr Syriens, wurde geheilt, aber er war ja nicht Jude. Und jetzt auf einer mehr willkürlichen Basis, weil es jahrhundertelang, ja mehr als ein Jahrtausend nicht mehr berichtet wurde, dass ein aussätziger Jude vom Aussatz frei wurde,
sagten die Schriftgelehrten, diese rabbinischen Schulen, wenn der Aussätzige geheilt ist, geheilt wird, ist der Messias da. Und in diesem Zusammenhang lesen wir jetzt in Lukas 5, und das überliest man sonst und fällt einem einfach nicht auf, Folgendes. In Lukas 5 haben wir in den Versen 12 bis 16 den Bericht von der Heilung des Aussätzigen. Und wir lesen dann noch in Vers 14, Lukas 5, Vers 14, er gebot ihm, dass es niemand sagen sollte. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Da wird das schon angedeutet. Das Gesetz des Mose, ihnen zum Zeugnis. Und schaut danach, wir sind in Kapernaum, und der Herr heilt den Gelähmten. Und es begab sich auf einen Tag, dass er lehrte, und es saßen da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die gekommen waren aus allen Orten, Galiläa und Judäa und von Jerusalem. Und die Kraft des Herrn wirkte, dass er die Kranken heilte. Und siehe, etliche Männer brachten den Menschen auf einem Bett, der gichtbrüchig war, und sie suchten, dass ihn hineinbrechten, vor ihn legten. Und wir wissen dann, wie der Jesus sagt, Freunde, sind deine Sünden vergeben. Und schaut, das fällt einem normalerweise nicht auf, es sei denn, man hat eben diesen Hintergrund. Aber zu dieser Zeit war Jerusalem die unangefochtene theologische Hochschule. Es gab kein größeres Vorrecht, als in Jerusalem zu Füßen der Rabbiner gesessen zu sein. Und es wäre nie ein rabbinischer Schriftgelehrter auf die Idee gekommen, hinabzugehen zu einer anderen Schule, einem anderen Ort oder gar nach Galiläa, das ja Heidenland heißt. So wie heute das Mekka der technischen Hochschulen, Massachusetts Institute of Technology, da wird kein Professor erwarten, dass er hierher reisen soll, sondern sie erwarten, dass wir zu ihnen pilgern. Und jetzt lesen wir, er lehrte, und es saßen da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa. Nun gut. Und Judäa, jetzt wird schon merkwürdig. Und Jerusalem. Und jetzt wird es mehr als sonderbar. Wie gibt es so etwas? Wie ist das möglich, dass die Elite der Schriftgelehrten von Jerusalem nach Galiläa kommt, nach Kapernaum? Und der Grund ist, was wir gerade gelesen haben, und wir verstehen jetzt die Zusammenhänge, vorher wird der Aussätzige geheilt, und das schlug ein wie eine Bombe. Das verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Kommt und seht. Es ist etwas geschehen, was seit Jahrtausenden nicht mehr der Fall war. Kommt und seht, ob er nicht der Messias ist. Und von den Sinhedrion, den Hohen Rat, der zu Recht zu wachen hatte über die theologische Entwicklung des Volkes, das Wort Episkopos heißt der Aufseher, unser Wort Bischof kommt davon. Und da kannte man zwei Arten der Untersuchung oder zwei Phasen. In der ersten Phase, da hat man von Hohen Rat, da hat die Kundschafter die Leute ausgeschickt, und sie hatten nur zu beobachten und zurückzumelden und keine Fragen zu stellen. Und je nachdem, wie die Rückmeldung war, kam es dann zur zweiten Phase. Und in dieser ersten Phase also nur zu beobachten, und wenn die Rückmeldung lautete, die Sache ist nicht von Bedeutung, wurde die Untersuchung eingestellt. Wenn die Rückmeldung lautete, die Sache ist von Bedeutung, dann ging es in die zweite Phase, und dann wurden Fragen gestellt. Wer bist du? Mit welcher Autorität tust du das? Wer steht hinter dir? Woher kommst du? Und sowohl Johannes der Täufer wie auch unser Herr wurden durch diese beiden Phasen der Untersuchung geführt. Und hier ist man noch in der ersten Phase, und deswegen stellen sie keine Fragen. Aber als der Herr sagt, Freunde, sind deine Sünden vergeben, da denken sie im Herzen, also er lästert Gott. Anstatt zu erkennen, die wahren Zusammenhänge, das muss der Messias sein. Also das erste messianische Wunder, die Heilung eines Aussätzigen. Das dritte messianische Wunder, ich überspringe bewusst jetzt das zweite, war die Heilung eines Blindgeborenen. Nicht eines, der blind wurde, sehend zur Welt kam, sondern blind geboren wurde.
Und wir haben ja davon ein ganzes Kapitel in Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist ein unwahrscheinlich tiefgreifendes Buch, geschrieben mit dem Sprachschatz eines 6-jährigen Kindes. Es ist unter anderem auch eingeteilt nach Festen. Und wir lesen in Johannes 8, es zeigt ja die göttliche Natur Jesu, es zeigt den Sohn Gottes, wie der Herr sich eigentlich offenbart jenseits allen Zweifels. Er sagt, ihr, denn Abraham wart, bin ich. Das war der Name Gottes, auf Aramäisch. Und sie haben das verstanden. Denn wir lesen als letzten Vers von diesem Kapitel 8, da hoben sie Steine auf, dass sie auf ihn würfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Und für mich ist das auch irgendwie typologisch prophetisch. Ich sage es nicht dogmatisch. Aber man fragt sich sehr, ob überhaupt ein Wort zufällig ist im Johannesevangelium. Nun, wir glauben sowieso, dass das Wort Gottes inspiriert ist. Aber hier ist es in besonderer Weise, in gewisser Hinsicht erkennbar. Sie heben Steine auf. Sie weisen ihn zurück. Und jetzt heißt es, aber Jesus verbarg sich. Und auch das lesen wir immer wieder im Alten Testament, als Gericht. Hier wird er ja verworfen. Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Ich will ihnen meinen Rücken zuwenden und nicht mein Angesicht am Tage meines Zorns. Er geht zum Tempel hinaus, die Herrlichkeit des Herrn verlässt den Tempel. Das ist ja Israel passiert. Und da ist jetzt ein Blindgeborener am Wegesrand. Und das ist ein Bild für die Nationen. Wir leben von dem Brosamen, der von den Tischen der Juden gefallen ist. Und Israel verwirft seinen Messias und hier am Wegesrand sitzt ein Blindgeborener, jemand, der ohne Licht ist vom Mutterleib an, ohne den Ratschluss Gottes, ohne die Erkenntnis Gottes, ein Bild für die Nationen und er empfängt jetzt das Heil und die Jünger stellen eine typische Frage, die auch bei vielen Gläubigen umgeistert, wenn einmal ein unvorhergesehenes Unglück geschieht, wenn jemand an Krebs oder MS erkrankt, hat er dann nicht gesündigt, sollte er nicht mehr glauben, dass er wieder gesund wird. Wer hat gesündigt, Meister, er oder seine Eltern, dass er blind geboren? Ja, und da kommen die Anthroposophen und andere und sagen, seht, auch die Bibel kennt das Karma-Denken, denn dieser Blindgeborene, er kann ja nicht gesündigt haben in seinem ersten Leben, er muss also schon früher einmal gelebt haben und weil er da gesündigt hat, deswegen hat jetzt dieses Karma zu tragen, dass er blind ist. So lehrt man ja in der Anthroposophie. Nun, das hängt zusammen mit rabbinischen Lehren, auch das ist hochinteressant. Die Rabbiner lehrten, dass ein Kind in den ersten 3 Monaten im Mutterleib entscheidet, ob es gut oder böse ist. Wenn es gegen die Mutter ausschlägt, dann wird es böse. Und deswegen gibt es nur ganz wenig böse Juden, weil das ist ja normalerweise nicht der Fall, dass es da herumschlägt. Wenn es sich der Mutter zuwendet, dann wird es gut. Wahrscheinlich haben sie das von der Geschichte von Jakob und Esau im Mutterleib der Rebekka, die ja gegeneinander gekämpft haben, 2 Nationen. Also damit hängt das zusammen. Der Herr heilt ihn und wir sind hier auf dem Laubhüttenfest und das Laubhüttenfest hatte 2 Höhepunkte. Das war das Lichterfest, da wurden diese Leuchter aufgestellt und das war das Fest der Ausgießung des Schöpf- oder Trankopfers. Man ging zu diesem Teich Siloa und goss das dann aus über den Brandopferaltar. Und man zog mit und am 7. Tag, diesen höchsten Tag, zog man 7-mal um diesen Altar. Und der Herr greift beides auf und sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt er, wen der dürste, der komme zu mir und trinke. Er schickt diesen Blindgeborenen zum Teich Siloa. Da war die ganze religiöse Elite versammelt und vor ihren Augen geschieht dieses Einmalige. Ein Blindgeborener wird sehend. Und schaut, liebe Freunde, wenn etwas geschieht, das aus dem normalen Erfahrungshorizont herausfällt, da fragt man mehrmals. Mir hat jemand mal erzählt, wie er bei einem Treffen der Geschäftsleute des vollen Evangeliums war. Und hat mit eigenen Augen gesehen, wie dieses Bein um Zentimeter gewachsen ist. Dezimeter. Und da habe ich mehrmals gefragt, also wie war das? Also du hast das selber gesehen, also sag das noch einmal.
Weil das hört man ja nicht alle Tage. Und deswegen lesen wir in Johannes 9, zum Beispiel Vers 15, da fragen sie ihn abermals, auch die Pharisäer, wie er wäre sehend geworden. Vers 17, sie sprachen wieder zu dem Blinden, was sagst du, das hat deine Augen aufgetan. Vers 24, da riefen sie zum andermal den Menschen, der blind geboren war, und sprachen, gib Gott die Ehre. Und jetzt finden wir eine einmalige Vorverurteilung, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Also das hat sie schon in Schleudern gebracht, und das überliest man vielleicht. Denn irgendwie stand sie mit dem Rücken zur Wand. Wie können wir das jetzt erklären? Denn eigentlich, wir haben ja selber gesagt, wenn der Blindgeborene sieht, ist der Messias. Aber dieser Jesus von Nazareth, der passt uns nicht. Und dann sagt dieser Blindgeborene, ist ein Sünder, das weiß ich nicht eins, aber weiß ich, dass ich war blind und bin und sehend. Und so ist unser Zeugnis. Die Welt hat Jesus verurteilt. Unsere hohe moderne Theologie, Jesus von Nazareth, also bitte doch nicht, der Sohn Gottes, doch nicht auferstanden von den Toten, ja, ein Modell für Mitmenschlichkeit, doch nicht der einzige Weg, das ist ja Fundamentalismus, das ist Intoleranz, die Welt hat unseren Herrn verurteilt. Unser Zeugnis ist, ich war blind und bin nun sehend. Ich war tot in Sünden übertreten und Übertretungen und bin nun gereinigt durch die Gnade Gottes. Ich war ein Gebundener und bin frei geworden durch die Gnade Gottes, so ist unser Zeugnis. Und jetzt sagt dieser Blindgeborene, und schaut, hier lesen wir es, Vers 32, vom Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Das war einmalig. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Und jetzt belehrt er, der Blindgeborene, die Rabbiner, die Schriftgelehrten. Und wie Fruchtenbaum sagt, that's not an easy thing to do. Das ist nicht eine einfache Sache zu tun. Sie verachteten ihn ja, das war ein Armer, das war ein Blindgeborener und jetzt belehrt er sie. Und auch das ist für mich prophetisch, denn die Gemeinde wurde ja ebenfalls verworfen. Du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns und sie stießen ihn hinaus. Verwerfen. Die religiöse Elite will mit dem Herrn und seinen Jüngern nichts zu tun haben. Und jetzt sagt der Herr, Vers 39, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die da nicht sehen, sehend werden. Ist uns das mal aufgefallen? Wir alle wissen von Jesus als Retter und das stimmt ja auch. Aber hier steht auch, er ist zum Gericht in die Welt gekommen. Selig sind die geistlich Armen. Hier meinten die, die das Licht hatten, wir brauchen keine weitere Belehrung, wir sind in Ordnung. Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die da nicht sehen, sehend werden und die da sehen, blind werden. Ja, wer hatte das Licht? Wer hatte den Ratschluss Gottes? Israel. Und sie wurden ja verblendet. 2. Korinther 3, wenn sie Mose lesen, hängt diese Decke vor ihrem Herzen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Jesaja 6, geh hin zu diesem Volk, verblende ihre Augen, dass sie blind werden und nicht sehen. Und das geschieht, wenn wir immer wieder den Ratschluss Gottes widerstehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es viele Theologen in Deutschland gibt, die meinen, das Licht zu haben, besonders erhaben zu sein. Und in Wirklichkeit unter dem Gericht stehen. Solches hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren und sprachen, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sprecht, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Und die, die nicht sahen, die Heiden, die Nationen, denen wurden die Augen aufgetan, soweit sie eben bereit waren, Buße zu tun. Und die anderen wurden blind. An Jesus scheiden sich die Geister. Aber jetzt zu dem zweiten messianischen Wunder, die Heilung eines Menschen, der einen sprachlosen Geist hatte, die Heilung eines Stummen. Man kannte im Judentum auch den Exorzismus. Darauf spielt er dann der Herr an, als er sagt, durch wen treiben dann die bösen Geister eure Söhne aus?
hält er ja den Pharisäern vor. Und man hat im Judentum den Namen des Dämons erfragt und mit dem Namen den Dämon ausgetrieben, sodass man natürlich per Definitionem einen Stummen nicht befreien konnte. Er gab seinen Namen nicht preis, sodass die Rabbiner lehrten, wenn der Stumme redet, ist der Messias da. Wir sehen eine Anknüpfung an diese Vorgehensweise in Markus 5 bei der Befreiung dieses Gadarener, der mit einer Legion besessen war und wo der Herr die Frage stellt, wie heißt du? Und die Antwort ist Legion, denn wir sind viele. Ich weiß von Leuten von Schulen, die dieses Ereignis aus den Evangelien aufgegriffen haben, um auf diesen einen Vers exorzistische Schulen aufzubauen, wo man nicht nur den Namen, sondern alles Mögliche erfragt. Und ich kann aus leidvoller Erfahrung und aus weltweiter Beobachtung nur eindrücklich davor warnen. Es gibt eine Seelsorge, die ist Gott zugewandt, und es gibt eine Seelsorge, die ist dämonenzentriert. Und die führt in ein bodenloses Loch und macht aus normalen Menschen hilflose Opfer. Man blickt immer mehr auf die Finsternis, man wird immer mehr hinabgezogen. Und ich habe erschütternde Zeugnisse gehört. Eine Missionarstochter, normale Frau, kam in diese Befreiungsdienste der Seelsorger der geistlichen Kampfführung von einem gewissen Thomas White, das ist ein führender Mann, jedenfalls in der englischsprachigen Welt, und dann war sie ein Wrack. Und dann hat der Gott in seiner Gnade mal die Augen geöffnet, dass das Ganze ein frommer Spuk war. Ein frommer Spiritismus, eine dämonenzugewandte Seelsorge. Normalerweise heißt es, der Herr bedrohte sie hart, diese Mächte, dass sie nicht sollten offenbaren. Und wir müssen auch hier im Glauben wandeln und nicht im Schauen. Und ich habe mich gefragt, warum die schwammgeistige Bewegung für diese Art Befreiungsdienste so anfällig sind. Unwahrscheinliche Fälle berichten. Für den Schwärmer ist Schauen gleich Glaube. Und wenn sie dann hören und sehen und erleben, wie die Dämonen kreischen und schreien, das gibt einen unwahrscheinlichen Auftrieb. Und auch ein Sendungsbewusstsein. Sie wissen es besser. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Da braucht es viel Gnade zu erkennen, dass das ein Blendwerk ist. Wir lesen Matthäus 9, Vers 32 und folgende Verse. Matthäus 9, Vers 32. Dann und diese waren hinausgegangen, siehe, da brachten sie zu ihm einen Menschen, der war stumm und besessen. Vers 33, und da der böse Geist war ausgetrieben, redete der Stumme. Und das Volk verwunderte sich, Tomazzo lesen wir hier, und sprach, solches ist noch nie in Israel gesehen worden. Das habe ich früher überlesen. Also das war einmal. Aber, jetzt kommt das Aber der Pharisäer. Insgesamt widersprechen sie siebenmal. Wir haben ja nach der Bergpredigt die 10 große Wunder Jesu, 10 große Taten, denn unser Messias ist nicht nur gewaltig in Worten, sondern auch in Taten. Und dann kommt der Widerspruch der Pharisäer. Und sie widersprechen. Insgesamt siebenmal und dann kommt es zum Bruch. Hier haben wir noch nicht das letzte Mal erreicht. Hier haben wir ein Aber wieder, ein Widerspruch der Pharisäer, Vers 34, aber die Pharisäer sprachen, er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Und schaut, wenn das stimmte, was in vielen dieser schwarmgeistigen Kreisen, wahrscheinlich nicht in allen, aber doch in vielen geglaubt wird, bis offiziell verkündigt, dass wenn man ein göttliches Wunder den Teufel unterstellt, man diese unvergebbare Sünde begangen hat, dann hätte der Herr jetzt sagen müssen, es ist vorbei, ihr habt den Heiligen Geist gelästert, ich gehe weg. Wir lesen nichts dergleichen. Er wirkt weiter. Sie widersprechen. Er wirkt weiter. Sie widersprechen. Er wirkt weiter. Sie widersprechen und dann kommt es zum Bruch. So wie ein Kind, dem eine gewisse Strafe angedroht wird. Du, also ich schaue jetzt nur noch 2, maximal 3-mal zu. Aber dann kommt es zur Handauflegung. A la Wilhelm Busch, nicht? Hier strotzt die Backe voller Saft. Hier hängt die Hand gefüllt mit Kraft. Und dann in Matthäus 12 lesen wir von
dieser letzten Aufbäumung und dann zu dem Bruch mit den Pharisäern und zu dieser entscheidenden Weggabelung. Matthäus 12, Vers 22, da ward ein Besessener zu ihm gebracht. Er war blind und stumm und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Matthäus 12, Vers 22. Aber das Volk entsetzte sich, das ist jetzt noch stärker, da ist dieses Wort Existamai, und sprach, ist dieser nicht Davids Sohn? Das ist der Titel des Messias. Sie erkennen ihn. Das ist er doch. Ihr Schriftgelehrten habt uns in der Sonntagsschule, das war damals noch die Sabbatschule, beigebracht, wenn der Stumme redet, ist der Messias da. Das ist er, das ist Davids Sohn. Und die stehen natürlich mit dem Rücken zur Wand, aber die Pharisäer, da sie das hörten, sprachen, er treibt die bösen Geister nicht anders aus, denn durch Beelzebub ihren Obersten. Und jetzt sagt der Herr, es ist vorbei. Er spricht in den Versen 31 bis 32 von der Lästerung des Heiligen Geistes. Von der Lästerung, nicht von der Sünde wider den Geist. Das steht so nicht da. Denn jede Sünde ist wider den Heiligen Geist. Insofern haben wir alle, wahrscheinlich auch heute schon, wider den Heiligen Geist gesündigt. Die neue Natur, so sagt Johannesbrief, die kann nicht sündigen. Die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben. Und der Herr weist diese Anschuldigung auf einer vierfachen Basis zurück, spricht dann, wie schon gesagt, von der Lästerung des Geistes und redet dann von dem Gericht. Liebe Freunde, Frage an das Publikum, weil das manch einen bewegt. Ich weiß von Leuten, die hatten unglaubliche Kämpfe, manche weniger stark, manche stärker. Habe ich diese Sünde begangen? Gibt es jetzt für mich womöglich keine Hoffnung mehr? Müssen wir uns mal vorstellen. Und das sind Menschen, die gewöhnlich in ihrem Gewissen empfindlich sind. Das sind nicht oberflächliche Menschen. Und da weiß der Feind genau, also ich kann sie nicht in diese Ecke treiben, dass sie einfach die Nachfolge so salopp nehmen und womöglich in gewisse Sünden hineinschlittern. Dann geht's in die andere Richtung. Deswegen, damit die Sache wirklich geklärt wird, welche Sünde kann Gott nicht vergeben? Denn hier hat ja der Heilige Geist jenseits allen Zweifels den Umstehenden, den Schriftgelehrten gezeigt, das ist euer Messias. Und sie weigern sich an ihn zu glauben. Was ist die Sünde in Gottes Augen, die Gott in gewisser Hinsicht nicht vergeben kann? Was ist die Sünde in Gottes Augen? Laut Johannes 18, ich helfe weiter, Vers 8 bis 10. Wenn der Geist kommen wird, wird er den Menschen die Augen öffnen über die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht. Über die Sünde, was ist die Sünde? Dass sie nicht glauben an mich. Und schaut, versteht mich bitte nicht falsch. Aber das ist es, was in gewisser Hinsicht Gott nicht vergeben kann. Ist das gemeint? Ich war ja auch mal Atheist. Und bin gläubig. Aber angenommen, jemand sagt, ich sehe ein, dass Diebstahl falsch ist. Ich sehe ein, man sollte nicht lügen. Ich sehe ein, man sollte nicht Ehe brechen, aber ich sehe nicht ein, an diesen Jesus von Nazareth zu glauben. Und angenommen, er bleibt in dieser Herzenshaltung und geht mit dieser Einstellung ins Grab. Wie viele Sünden kann ihm Gott vergeben? Gar keine. Das ist es, was Gott nicht vergeben kann. Denn Gott kann alles vergeben. Wir hatten Leute mit den schlimmsten Übertretungen bis hin zu Blutsverschreibungen an den Teufel. In der Seelsorge. Und sie haben Buße getan. Und der Herr hat ihnen vergeben, hat sie rausgeholt. Es gibt nichts, was die Gnade Gottes nicht überwinden kann, was das Blut Jesu nicht auslöschen kann. Und hier jetzt zurück zu Matthäus 12, zeigt der Geist Gottes jenseits allen Zweifels, das ist er, das ist euer Messias, an ihn müsst ihr glauben. Und sie blocken ab, wieder alles bessere Wissen.
ist absolut unmöglich. Und es ist wahrscheinlich auch nur eine korporale Sünde, das heißt nicht ein Vergehen eines Einzelnen, sondern einer ganzen Generation und wahrscheinlich auch nur historisch für diese Generation. Ich will versuchen, das aufzuzeigen. Israel wird jetzt verworfen auf der Basis der Zeichen. Wir lesen nämlich danach, Vers 38, da hoben etliche unter den schriftgelehrten Pharisäern an und sprachen, Meister, wir wollten gerne ein Zeichen von dir sehen. Das muss man sich mal vorstellen. Da hat er all die Wunder gewirkt, die nur der Messias wirken kann. Und da kommt er, ach lieber Meister, wir hätten so gerne ein Zeichen. Und da sagt der Herr, das ehebrecherische und arge Geschlecht bekommt kein Zeichen als das Zeichen des Jona. Und dann redet er vom Gericht, die Leute von Ninive werden auftreten, beim Gericht mit diesem Geschlecht, wir werden es verdammen. Jetzt redet er klar vom Gericht über diese Generation, die ihn verworfen hat. Als Generation, es wurden ja etliche aus dem Volk gläubig. Die Königin von Süden wird auftreten, beim Gericht mit diesem Geschlecht wird es verdammen. Und schaut, jetzt wird es tragisch, Verse 43 bis 45, das gehört in gewisser Hinsicht zum ersten Abend. Jetzt zeigt der Herr, wie das Gericht kommt. Wenn der unsaubere Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchwandelt er dürre Städte. Sucht Ruhen findet sie nicht. Da spricht er denn, ich will wieder umkehren in mein Haus. Und das ist Israel. Daraus ich gegangen bin, und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Wieso gekehrt und geschmückt? Johannes der Täufer, unser Herr. Seine Apostel haben eine Bußbewegung bewirkt. Israel wurde gekehrt. Da wurden die bösen Geister ausgetrieben, da wurden die Kranken gesund gemacht. Und jetzt findet er das Haus leer. Wieso leer? Sie lehnen Jesus ab. Jetzt nimmt er sieben andere, die ärger sind als er selbst, und kommen und wohnen all da. Und hernach wird es mit den Menschen ärger, als es zuvor war. So wird es auch diesem argen Geschlecht. Wie kommt das Gericht Gottes? Er lässt die Geister los. Es wird sie mal ärger. Und jetzt primitiv numerisch gesprochen, seit Golgatha oder eigentlich seit der Steinigung des Stephanus geschah kein Wunder mehr. Und die Juden fragen ja bekanntlich nach Zeichen. Und das war das Volk, das die meisten Wunder gesehen hat. Und Dinge gesehen hat, die die Nationen nie gesehen haben. Man kann jetzt primitiv numerisch sagen, seit dieser Abwendung liegt dieser siebenfache Bann auf Israel. Und das ist der Grund, warum sie so schwer, die Juden für Israel, für den Herrn zu gewinnen sind. Und wir wollen gar nicht auf die Juden zeigen, denn liebe Freunde, meiner Ansicht nach wird es mit uns, mit dieser Generation jetzt siebenmal ärgern. Und werden diese Völker, die jahrhundertelang das Evangelium hatten und groß und reich und frei deswegen wurden, immer verhärteter, immer antichristlicher, immer blasphemischer, immer schamloser, immer gottloser. Wollen gar nicht auf die anderen zeigen. So bahnt sich das Gericht Gottes an. Und schaut, der Herr müsste jetzt eigentlich die Welt verlassen. Er sagt an anderer Stelle, ich bin nur gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Hier ist jetzt der Bruch eindeutig vollzogen, der dann in der Kreuzigung, in der sichtbaren Verwerfung ausreift. Und die Tatsache, dass es weitergeht, zeigt, dass Gott einen anderen Plan auch hat. Und ab Matthäus 13 beginnt der Dienst des verworfenen Messias. Der Herr verändert seine Verkündigung auf einer vierfachen Basis. Und jetzt haben wir hier das erste Gleichnis Jesu. Denn Seemann und das Wort. Und es hört auf, dieses Gleichnis mit, wer Ohren hat, der höre. Vers 9. Und die Tatsache, denn Matthäus hatte ganz bewusst diese Königsstruktur, dass das wirklich das erste Gleichnis Jesu ist, erkennen wir aus der Frage der Jünger, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Sie hätten ja diese Frage nicht gestellt, wenn der Herr schon vorher Gleichnisse verkündigt hätte. Und mit einem Gleichnis werden die Dinge eigentlich verborgen. In einem Gleichnis wird eine Wahrheit offenbart und gleichzeitig verborgen. Und der Herr selber, Jesus, ist das Gleichnis Gottes. Gott ist in Jesus offenbart und Gott ist in Jesus verborgen. Offenbart für die, die ihn finden wollen, und verborgen für die, die sich betrügen wollen.
Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Jetzt Matthäus 13, Vers 11. Er antwortet und sprach, euch ist's gegeben, dass ihr die Geheimnisse des Himmelreichs versteht. Sinemi. Geistliche Wahrheiten, ich sag's noch einmal, wir haben es gestern Abend erwähnt, gehen immer über den Nus, über den Sinn, über den Verstand, nicht über das Gefühl. Die Bibel sagt von den Menschen der letzten Tage, dass sie zerrüttete Sinne haben, nicht zerrüttete Gefühle, untüchtig zum Glauben. Nochmals, der Geist Gottes bewirkt auch Gefühle, aber Gefühle bewirken nicht den Heiligen Geist. Ich kann das nicht umdrehen. Denn man kann mit gewissen Psychotechniken, durch eine gewisse Beschallung, durch gewisse optische und sonstige Effekte, eine gewisse Menge in eine knetbare Masse verwandeln, dass sie richtig ausrastet, dass sie ein Werkzeug wirkt dessen, der da vorne auf der Bühne steht. Diese Techniken kennt man und sie werden auch immer raffinierter angewandt, um die Massen in solche Begeisterung zu versetzen. Und da zieht sich der Geist Gottes zurück, denn der Jesus hat die Menschen nie manipuliert. Er hat sie schrecklich ernüchtert. Sind wir mal ehrlich, diesen reichen Jüngling, der da so nahe war am Reich Gottes, den hätten wir doch längst zum Ehrenvorsitzenden, zum Ehrenpresbyter unserer Gemeinde gemacht. Und da redet der Herr mit ihm derartig. Er, der nie ein Gebot Gottes übertreten hatte, jedenfalls meinte er das, dass der traurig von dannen geht. Ach, das hätten wir doch besser gemacht. Er war doch längst bei uns dabei. Der Herr hat die Leute ernüchtert, überschlag die Kosten. Glaubt ihr das? Er hat sie nicht manipuliert. Er hat den schmalen Weg nicht breiter gemacht, wie wir manchmal aus verständlich menschlichen Gründen es gerne täten, es gerne tun wollen. Womöglich auch ich schon manchmal so getan habe, das sage ich ganz offen. Und man sieht diese ganze Verlagerung vom Wort zum Bild heute, von der Ratio zu Irratio, denn die Bilderwelt spricht die Gefühle an. Und sagt man früher noch, es steht geschrieben, sagt man heute, ich habe erlebt. Sagt man früher noch, ich behalte dein Wort in deinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige, sagen uns Leute heute, ich rede mehr in Zungen als ihr alle, damit mein Herz reinbleibt. Euch ist gegeben, dass ihr die Geheimnisse des Himmelreichs versteht, der neue Bund unter Geheimnissen. Es ist nicht offenbar. Der Geschichtsschreibung der Weltlichen ist Israel offenbar, die Gemeinde ist ja verborgen. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer ist das? Die Jünger, die Nachfolger Jesu. Und da bekamen sie ja die Fülle des Heiligen Geistes mit Pfingsten. Wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Wer ist damit gemeint? Israel. Was hatte es? Den Bund, den Tempel, den Gottesdienst, das Land, die Verheißung. Alles weggenommen, kein Stein blieb auf dem anderen. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, das ist jetzt Gericht, denn mit sehenden Augen sehen sie es nicht und mit hörenden Ohren hören sie es nicht und sie verstehen es auch nicht. Und der Beweis für die Kapitel vorher, sie haben gesehen, wie der Blinde sehend wurde. Sie haben gehört, wie der Stumme zu reden begann und haben es dennoch nicht begriffen. Und schaut, hier ist mir aufgefallen, Israel, Auge und Ohr. Die Juden fragen ja nach Zeichen. Sehenden Auges, hörenden Ohres. Die Juden hatten das Wort und die Zeichen. Die Gemeinde, wer Ohren hatte, höre. Nur noch das Wort. Mit Übergängen zu Beginn. Und schaut, nach dieser Verwerfung Israels, diesem Gericht, so wird es auch gehen, diesem argen Geschlecht, Matthäus 12, Vers 43 bis 45, haben wir dann in den Versen 46 bis 50 die Geschichte von Jesu wahren Verwandten. Genau zwischen dem ersten Gleichnis Jesu, wo eigentlich vorschattend prophetisch die Gemeinde beginnt, das Wort, wer Ohren hat, der höre, so lesen wir es ja auch im Buch der Offenbarung, siebenmal, wer Ohren hat, der höre. Im Buch der Offenbarung diese bluterkaufte Schar, die Gemeinde, und am anderen Extrem dann die Abgefallenen, und wo leben sie? Am Bild. Und nicht, dass das Bild jetzt immer schlecht ist, aber dieser Übergang. Man sieht, wie das Wort immer mehr verdrängt wird, wie das Wort immer weniger zu sagen hat, wie ein Gottesdienst meinetwegen eine Stunde dauert und 10 Minuten war das Wort und der Rest war alles mögliche herum. Ist auch nicht immer falsch. Aber wenn das zur Dauer wird, dann ist etwas schwer falsch.
Denn der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Worte Gottes. Das Wort Gottes bleibt, unsere Gefühle, die verrauchen. Unsere Erlebnisse und so weiter, nun, die sind auch nicht schlecht, wenn sie auf Gott gegründet sind, aber wiederum, wenn sich hier die Dinge selbstständig machen, wird es ebenfalls gefährlich und sind dann ebenfalls vergänglich. Genau dazwischen also, zwischen dem ersten Gleichnis unseres Herrn und dem Gericht angekündigt über Israel, ist jetzt die Geschichte von diesen wahren Verwandten. Die Mutter, die Schwestern, die Brüder stehen draußen und wollen ihn sprechen. Und da wendet er sich ab. Wer ist mein Bruder? Wer ist meine Schwester? Wer ist meine Mutter? Wer den Willen tut meines Vaters? Der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Nun, ich war dankbar als Österreicher, aufgewachsen im katholischen Erziehungssystem. Ich war zutiefst dankbar für diesen Passus, weil der normale Katholik glaubt, ein Gebet zu Maria kann Gott unmöglich verwerfen. Naja, und hier kann man das schnell widerlegen. Die Mutter möchte an Jesus ran und er wendet sich ab. War gewöhnlich Entsetzen bei den katholischen Freunden, wenn sie das erste Mal wirklich realisierten. Aber warum steht das hier? Liebe Freunde, das ist jetzt typologisch, prophetisch, die Verwerfung Israels. Denn man gehörte ja zum alten Bund, der ja hier vorschattend die Lästerung des Geistes gekündigt wird, aufgrund der fleischlichen, sichtbaren Zugehörigkeit. Vor Golgatha, um zum Volke Gottes zu gehören, musstest du zur Beschneidung gehören, musstest ein Israelit sein, musstest Jude sein. Und jetzt wollen die an ihn ran, die das Volk Gottes in höchster Form darstellen, die Brüder, die Schwestern, die Mutter. Und da wendet er sich ab. Das zählt nicht. Und der Vers, der das in den Briefen am besten belegt, ist 2. Korinther 5, Vers 16. Wo Paulus sagt, wir kennen von nun an niemand mehr dem Fleische nach. Die kannten Jesus dem Fleische nach, die Brüder, die Schwestern, die Mutter. Und wenn wir auch Christus früher dem Fleische nach gekannt haben, alter Bund, so erkennen wir ihn jetzt so nicht mehr, neue Bund. Vers 17, darum ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir müssen jetzt von Neuem geboren sein, wir müssen jetzt in Christus sein. Es nützt mir gar nichts, ein Verwandter Jesu zu sein, ein Jude zu sein, womöglich ein ganz naher Verwandter unseres Herrn zu sein. Das zählt alles nicht mehr, jetzt zählt nur noch die Neugeburt, jetzt müssen wir in Christus sein. Und da ist ein Übergang, den die Schwärmer nicht begreifen, von Israel zu den Nationen, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, vom Fleischlichen zum Geistlichen, vom Zeichen zum Wort. Und dieser Vers 16 aus 2. Korinther 5 ist auch der beste Beleg, soweit ich es beurteilen kann, dass es Apostel in diesem Sinne nicht nur, sie kannten ebenfalls Jesus dem Fleische nach. Johannes schreibt, was wir gesehen, was wir gehört, was wir betastet haben. Die Zeit ist vorbei. Und lasst mich jetzt mit folgendem zur Landung ansetzen. Drei Dinge. Wann hört ihr normalerweise auf? Es ist schon 11 Uhr, nicht? Das Schnitzel ist dabei, ein Rauchopfer zu werden. Diese tragische Entwicklung, dass Israel seine heilsgeschichtliche Stunde versäumt, wie wir hier in Matthäus 12 jetzt gesehen haben, an der Lästerung des Geistes. Und vielleicht erkennt man daraus, dass das wirklich Israel ist und nicht der Gläubige des neuen Bundes. Das ist ja Israel nicht das erste Mal passiert. Das ist spezifisch Israel auch. Denn wir lesen im Prinzip das Gleiche in 4. Mose 14. Es wurden die 12 Kundschafter ausgesandt. Sie bestätigen, das Land ist so, wie es Gott verheißen, wie es Gott gesagt hat. Und dann bringen sie ja das böse Gerücht über das Land. Das Volk murrt. Moses fällt auf sein Angesicht vor dem Herrn. Und jetzt kommt das Wort Gottes. 4. Mose 14, Vers 21. Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll.
Vers 22. Alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und die mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich den Vätern zu geben geschworen habe, auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Vorbei. Außer Josua und Kaleb konnte keiner dieser Generation das gelobte Land einnehmen. Das war die Verheißung, das war diese historische Stunde. Und jetzt nach der 10. Rebellion, hier bei Matthäus 12, nach dem 7. Widerspruch, verliert Israel, diese Generation, seine einmalige Gelegenheit, in das Friedensreich des Messias einzugehen. Denn hätten sie ihn und hätten Anführungszeichen angenommen, wäre ja das Friedensreich des Messias begonnen. Und schaut hier ähnlich, hier leistet Gott einen Eid, keiner soll in dieses gelobte Land hinein. Und dann konnten sie tun und lassen, was sie wollten, es war vorbei. So, ähnlich wie beim Paradies, denn Israel war ja das Volk der Herrlichkeit Gottes. Und da war diese Sünde und dann werden sie hinausgeworfen. Konnte man tun und lassen, was man wollte, es war vorbei. Also hier haben wir eine ganz parallele Situation und das Tragische oder Erschütternde, wie bemerkenswert ist, solange sie die Verheißung, die Zusage Gottes hatten, ins gelobte Land zu marschieren, sind sie nicht hinein. Und dann, wo Gott sagt, es soll keiner hineinkommen, dann gehen sie ohne Gott und werden natürlich furchtbar aufgerieben. Und das zweite Mal eine ähnliche Entwicklung in der Geschichte des Volkes Israels haben wir mit der Wegführung ins babylonische Exil. Und da lesen wir in 2. Könige 24, diese Wegführung ins Exil, 2. Könige 24, Vers 3, aber das geschah Juda nach dem Wort des Herrn, dass es von seinem Angesicht täte, um der Sünde Manasses willen, die er getan hatte. Auch um des unschuldigen Blutes willen, das er vergoss, sodass er Jerusalem mit unschuldigem Blut erfüllte, das wollte der Herr nicht vergeben. Und wir lesen ähnlich im Kapitel vorher, 2. Könige 23, von diesem Mann Josia, von dem Israel, von dem das Wort Gottes sagt, dass es keinen König gab, der seinen Herrn so liebte und nicht abwich zur Linken noch zur Rechten. 2. Könige 23, Vers 25, seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose. Und nach ihm kam seinesgleichen nicht mehr auf, doch kehrte sich der Herr nicht ab von den Grimm seines großen Zorns, mit dem er über Juda erzürnt war und all des Ärgernis willen, durch den Manasse erzürnt hatte. Es war vorbei. Israel kam ins Exil. Und liebe Freunde, von diesen heilsgeschichtlichen Zusammenhängen fürchte ich weiß es natürlich nicht letztlich, dass auch über uns das Urteil beschlossen ist. Wir haben zu viel unschuldig Blut vergossen. Wir haben den Kampf um die Abtreibung systematisch verloren. Auch wenn sich noch etliche beugen, ich fürchte, Gott wird sich von seinem beschlossenen Unheil nicht mehr abwenden. Und wenn ich ein Programm hätte, um ein Volk in den Abgrund zu stürzen, ich würde zwei Dinge tun. Ich würde ihnen die Pornografie freigeben und ich würde Tag und Nacht darum kämpfen, dass man die Ungeborenen umbringen kann. Es ist zu viel unschuldig Blut vergossen worden. Wir sind ein verkehrtes Geschlecht, die Schuldigen lassen wir laufen und die Unschuldigen richten wir hin. Aber jetzt zum Schluss zwei Dinge noch und dann ein drittes aus Matthäus 12. In Johannes 15 sagt der Herr Jesus, da erklärt er das auch ausdrücklich, Johannes 15, Vers 22, wenn ich nicht gekommen wäre, hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, ihre Sünde zu entschuldigen.
Vers 24, hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch beide mich und meinen Vater. Hier sagt Jesus, ich habe Werke getan, die kein anderer getan hat. Es ist absolut geistlich, biblisch, exegetisch gesehen falsch zu sagen, wir können auch all das tun, was Jesus getan hat, können Größeres als dieses tun mit Berufung auf Johannes 14, 12. Nein, wir können nicht auf dem Wasser gehen. Wir können nicht die Toten auferwecken. Wir können nicht die Aussätzigen mit einem Wort gesund machen. Wir können nicht die Verhungerten übernatürlich speisen. Es gab Wunder, die konnte nur der Messias. Niemand anderer. Das ist einfach endzeitliche, verrückte Anmaßung. Und wahrscheinlich bedeutet Johannes 14, 12, wenn mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich getan habe, wird größere als diese tun, was ganz anderes. Was ist denn das größte Wunder in Gottes Augen? Wie steht's denn geschrieben? Es ist Freude im Himmel über einem Blinden, der wieder sehend wird, oder Lahme, der wieder hüpfen kann? Über einen Sünder, der Buße tut. Das ist das größte Wunder. Denn wenn ein Sünder Buße tut, bekommt er ewiges Leben. Denn auch ein Lazarus musste ja wieder sterben. Und bei einer Heilung muss Gott nur den Leib anrühren. Das, was wirklich das Problem ist, ist das menschliche Herz. Und Gott sagt nicht, du hast mir Arbeit gemacht mit deiner Krankheit, sondern Arbeit gemacht mit deinen Sünden und Mühe mit deinen Missetaten. Das ist das größte Wunder, die Vergebung der Sünden. Das ist unsere Botschaft. Im Vergleich dazu ist alles andere Nebensache. Denn was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und eben Schaden an seiner Seele? Dieses Evangelium von der Bewahrung der Schöpfung. Natürlich sind wir für die Schöpfung, aber das ist doch alles das Vorletzte. Wir warten eines neuen Himmels, einer neuen Erde, welcher Gerechtigkeit wohnt. Was hilft es uns, wenn wir hier die Schöpfung bewahrt haben und gehen selber verloren? Das ist doch das Evangelium der Gottlosen, der Ungläubigen, die keine andere Hoffnung haben als dieses irdische. In Lukas 7 lesen wir, wie der Herr Jesus den Jüngling dieser Witwe zu nahen auferweckt von den Toten. Und da heißt es, es kam eine Furcht Gottes über sie und das Volk sagt, es ist ein großer Prophet auferstanden, Gott hat sein Volk heimgesucht. Warum sagen sie nicht, der Messias ist da? Die Auferweckung der Toten war kein messianisches Wunder. Das machten auch Elia und Elisa. Seht ihr, so genau, so exakt ist das Wort Gottes. Und jetzt das allerletzte, ihr habt lang genug gelitten. In diesem selben Matthäus Kapitel 12, wo Israel endgültig, jedenfalls diese Generation als Volk, seine historische Stunde versäumt. An der Herrlichkeit des Messias vorbeiläuft. Und der Herr eben dieses schreckliche Urteil zu fällen hat, ihr habt den Heiligen Geist gelästert. Und lasst mich auch das noch sagen, von dieser besonderen Sünde, von dieser Lästerung des Geistes zu sprechen, davon hat das Recht nur der Herr selbst. Denn wir sollen nicht richten. Und wenn ich jemanden ankündige oder androhe, du lästerst den Heiligen Geist, dann sitze ich in einer Richterposition, die mir wahrlich nicht zusteht. Auch an Paulus, den die Korinther runtergekanzelt haben, über den sie zu Gericht saßen, 1. Korinther 9, Vers 2. Er hat nie angedeutet, ihr Korinther, ihr lästert den Heiligen Geist. Das gibt es gar nicht. Dieses Urteil zu fällen, das hat nur das Recht der lebendige Gott selbst. Und es ist interessant, dass die Leute, die sagen, richtet nicht, ihr begeht die Sünde wie den Heiligen Geist, genau das tun, was sie uns vorwerfen. Sie richten uns damit, aber restlos. In diesem selben Kapitel, Matthäus 12, wird durch das Wort die Schönheit, die Herrlichkeit des Messias in neuer Weise offenbart. Denn Hamaschiach, der Gesalbte, griechisch Christos, gesalbt wurden Könige, Priester und Propheten. Und hier sagt der Herr Matthäus 12, Vers 6, ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Naja, und der Tempel war in Beziehung mit der Priesterschaft. Mit anderen Worten sagt hier der Jesus, hier ist mehr als der Tempel. Und dann Matthäus 12, Vers 41 sagt der Jesus, die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesen Geschlechtern und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona und siehe, hier ist mehr als Jona. Und Jona war ein Prophet. Und Vers 42, die Königin von Süden wird auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht, wird es verdammen,
denn sie kam von der Welt enden, Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Und Salomo war der König, der größte König Israels. Hier ist Größeres als der Tempel, hier ist mehr als die Priester, hier ist mehr als die Propheten, hier ist mehr als die Könige, hier ist der wahre Gesalbte, Jesus Christus, der Herr der Herrlichkeit. Bitte, liebe Geschwister, lassen wir uns mit dem Wort Gottes begnügen. Wir ahnen nicht, wie reich wir sind durch dieses Wort, das seine Schätze nicht immer gleich oberflächlich ergibt. In Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Himmel und Erde werden vergehen, sagte Jesus, meine Worte werden nicht vergehen. Dieses Wort mögen wir festhalten. Dieses Wort hat uns reich gemacht. Dieses Wort ist unser Schatz, ist unsere Weisheit. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, wir müssen wie der Psalmist beten, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder an deinem Gesetz. Ich bin ein Gast auf Erden. Die Zeit hier ist begrenzt, sie ist kurz. Du hast uns diesen Schatz deines Wortes in die Hand gedrückt. O Herr, gib, dass wir davon Gebrauch machen. Und dass dieses dein Wort Menschenherzen neu trösten, stärken, ermahnen, überführen kann, aber auch Trost und Hoffnung vermittelt. Und Herr, falls jemand von dieser Angst geplagt und umgetrieben wird, er hat diese unvergebbare Sünde begangen. Du kannst es schenken durch den Ratschluss deines Wortes, durch die Gesamtschau deines Wortes, durch die Einmaligkeit deines Wortes, dass man erkennt, das gibt es ja gar nicht. Bei dir ist Trost, du willst uns ständig an dich ziehen. Der Feind, er möchte diesen Keil zwischen dir und uns treiben und dass man in diesem Glauben getröstet und auch beruhigt sein darf. Mir ist vergeben, ich bin erkauft, ich bin Kind Gottes. Hab Dank, Herr Jesus, für deine Schönheit, deinen Reichtum. Du mögest segnen, du mögest diese Gemeinde wachsen lassen, nicht um unseretwillen, sondern um deiner Gnade willen. Du mögest Weisheit und auch Leitung geben den Verantwortlichen. Du mögest das Werk deiner Hände nicht lassen. Und du mögest bei den Anwesenden diesen Hunger nach dir und deinem Wort schenken. Amen.